Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf dem Marsch, Sonntag 7. Ja, wir haben hier einen kleinen Stau. Das Lager war wieder mal voll. Und ja, zwei habe ich schon mal hingeschickt zur Zuckerfabrik zum Entleeren, Abfahrer, und das andere, ja, muss ich sehen. Puh, schwierig. Weil das Problem ist, ja, ich kann ja nämlich hier anbauen, ne? Weil die ganzen Kurse, ich müsste mal hier vorne gucken, ob ich da die Kurse verändern kann. Das wäre nämlich ganz interessant. Der andere ist auch übrigens voll leer, der also hier wäre noch Platz zum Fahren, ne? Das müssten wir unbedingt noch ändern. Hier ist ein zweiter Silo. Knapp. Ja, wird eng. Könnte man ein bisschen hier schieben. Keinen Punkt machen. Gleich löschen. Wäre Quatsch, wenn ich noch einen hinmache, ne? Also ein Silo wird mindestens hinbauen hier. Und dann wird es eine eng. Ist halt so, ne? Ich wünsche mal allen einen schönen Samstag. Das ist komisch. Eine fährt da lang und eine da. Muss ich nicht verstehen. Ziemlich viel besser, als wenn er vorne fährt, ne? Am globalen Markt vorbei. So, das könnte ich zur Not näher, wenn ich Geld habe. Nur was pumpen bei der Bank. Dann kann ich hier noch zur Not einen hinstellen. Wenn man die Kurse mal versteckt sind im Silo, dann ist es blöd, ne? Dann kannst du die einfach schon. Man kann es mal löschen. Ja, hoffen wir mal, es trifft. Jo. Ich lasse Zeit jetzt auf 5 laufen, weil dadurch könnten wir ein bisschen Platz gewinnen in der Zuckerfabrik. So. Dann wir gleich mal den anderen hier voll machen. Ja, das ist was los, ne? X. Also heute Nacht kann ich erst schlafen, wenn hier die Aussaat fertig ist. Ne? Sonst haben wir wieder 2 Stufen drin. Ne? Was ich eigentlich komplett vermeiden will, ne? Junge, mach die Tür zu. Geht nicht. Na egal. Ist uns so symbolisch. 78 Grad, na gut. Das passt schon so. Ich habe mir schon Gedanken gemacht wegen Kühlung, Rechner ein bisschen. Mit einem extra Lüfter, ob das ein bisschen hilft, mal schauen. Da muss ich ein bisschen technisch was bauen. Mit der Stichsäge ein Loch reinsägen in den Tisch und dann den Lüfter von unten einkleben und dann über, ja, Strom halt anschließen extra und dann laufen lassen. Ist aber, wie gesagt, ein Lüfter von einer für ein Bad für eine Entlüftung oder Belüftung halt, ne? Wenn man ein Bad belüften will oder Ablüft machen möchte, kann man sowas einbauen. Und läuft mit 220 Volt, also extra ohne Rechner, und das macht die Sache ein bisschen ja, würde das Netzteil nicht belasten von Rechner, ne?
Wo so ein Lüfter hat nicht viel Watt. Gibt ja auch so eine kleine Lüfter zu kaufen für Gebläse 120 mm, da kann man, kostet nicht viel. Müsste ich so ähnlich einbauen, ne? Wäre vielleicht sogar besser, weil die leiser sind, ne? Müsste ich mir so ein zwei kaufen. Ich habe mal eins gesehen mit USB-Anschluss. Wurde über Rechner laufen, aber der war vergriffen, ne? Ja, praktisch. Aber wiederum habe ich so ein Teil da, kann man nutzen, ne? Dünger. Wer hat die wieder hingestellt, ne? Wer war das? Es wäre eigentlich logisch gewesen, jetzt ohne Dünger zu arbeiten. Ach, weil jetzt hier im Prinzip über den Winter Prinzip ausgewaschen werden könnte, ne? Natürlich wäre das so, ne? Also Direktsaat Prinzip mit Dünger halt nur im Frühling. Aber dann müssen die richtigen Fachleute wissen, also ich weiß es nicht. Nur von der Logik her, ne? Saat den Dünger nicht reicht. Was ist los hier? So lange auf. Da ist da. Dünger ist da. Geh und nicht direkt unter, ne? Kann sein. Dass wir da nicht so entsprechend wir normal fahren müssen, das schätze ich mal. Aber komm hier lang. Ha, unser Milchfahrer. Ah, Gas geben. Junge, wir haben Zeit. Oh, leer. Durchdrehende Reifen, Zerion. Oh. Ja, da muss warten. Erstmal diese Aussaat, das läuft. 36. Der flügt gerade auf Feld Nummer 4. Der flügt bestimmt zu groß, zu klobig, zu sperrig, rückwärts fahren und so. Oder rückwärts fahren mit Scharf halt, dass man da mehr entsprechend irgendwo in den Graben oder in den Zaun reinfährt irgendwo. Das könnte sein. Ja, schon wieder 6:30, ne? Sommerzeit haben wir übrigens, ne? Wahnsinn. Der nächste Benzin brechen kann. Ja, wer weiß, warum es so ist, ne? Der Scanbereich zu klein ist. Könnte sein. Und Feld zu groß. Man noch mehrere Punkte machen müsste, ne? Also innen drinnen auch noch langfahren. Mal schauen. Beim nächsten Mal. Ja, gedüngt ist gut, deswegen brauchen wir so viel. Das andere würde leichter sein, wenn man kurz hinterher düngen würde, ne? Im Frühling, ne? Oder wir manuell einstellen, ein bisschen weniger, dass wir da sagen können. Ah, jetzt ist es egal, jetzt müssen wir so durchziehen. So. X ausklappen, ne? Bei der Geschwindigkeit normalerweise geht es nicht. Beziehungsweise sind ja Sicherungen drin in der Seemaschine, die man manuell entfernen muss, dann beim Transport nichts passiert, ne? Das haben wir hier nicht vorgesehen. Oder ist hier nicht gemacht worden, sagen wir so. Ja, vielleicht kommt das nächsten HS. Man weiß es nicht. Also wenn so ein Punkt, der eine will es haben und der andere nicht, dann ist immer schwierig, ne?
alle zufriedenzustellen. Oh, oh, wo hat er sich hier verirrt? Das ist heftig. Aber richtig heftig. Er kommt mit der Frau was rückwärts. Da ist ein Baum. Oh, je, je. Na, was ist da so eingeknickt? Müssen wir hier lang fahren. Bitte schieben. Schon wieder ein Leer. Na gut, das kann sein, dass... Das könnte man alles im Feld dazu machen. Normalerweise sind die 29. Ja, könnte man, ne? Ich habe mal gesagt, dass ich erstmal das nicht machen will. Erweitert vom Felder, solange Felder zu kaufen sind, ne? Klammer zusammen. Mit dem großen Flug ist es hier bei den kleinen Feldern, Anführungszeichen, bleibt doch schwierig. Ne? Aber ich weiß nicht genau, hier. Machen wir hier weiter. Oder hier. Ja, Feld 4 flügen. Geht ja nur darum, dass wir im groben Sinne alles flühen, kleine Eckenkanten, hey Gott, ne. Das sind 10%, die wir verlieren würden, in kleinen Stellen, wäre nicht ganz so tragisch, so, ne. Klar kann ich dann auch grob die Sachen überziehen und sagen, okay, da arbeiten wir nach, dann ist gut. So. Hering draus 370 Kilogramm Hektar. Naja. Ist schon eine Menge, ne? Aber ein Ende ist nah, ne? Naja, ein paar sind noch. Ein paar Ecken. Steht ja. Ja. Berechner Fahrrad 1,5. Ich habe ja einiges von Zucker rüber gefickt. Auch wenn es nur 4% sind. Mit Geschwindigkeit 5 geht da einiges in Verarbeitung. Da steht noch eine. Schauen wir mal an. Junge! Oder weil der andere im Weg stand. Könnte sein.
ist möglich. So, wo ist die Maus? Also wo weiß hier? Ach da. Ah, geht los. Gucken wir hier rein. Ah, einer steht schon wieder. Ich werde mal jetzt einfach mal einen Kurs rüberfahren. Müsste eigentlich normalerweise komplett kreuz und quer mal einen Kurs reinfahren, ne? Du fahr mal nicht Richtung Wasser, du. Ach so. Hier fahren wir rüber. Ja, muss immer gemacht werden, sonst wird ja nichts, ne? So. Fahren wir rüber. Ob das der Grund ist, weiß ich nicht. Ich bin bloß probieren zu studieren, ne? Dürre scheint. Trocken war das ja ganz schön. Aber da ein bisschen im Winter was wächst. So, da ist die Maus. Das mache ich aus. Wo ist er? Na, wenn es nicht bergauf geht, wollen wir bergab fahren, ne? So. Wahnsinn, ne? Große Nachfrage bei Aldi. Was ist da los? Bei Niki? Oh. Ja, gut, das war nicht so eingestellt. Oh, ich sehe gerade Zeit. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Auch für heute. Für heute Samstag. Ich wünsche allen einen schönen Rest Samstag. Ja, und ein schönes Wochenende. Ne? Tschüss, ciao, ciao. Und nochmal Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.